Alle Pferde drin und alle wieder draußen. Start zum 7. Rennen Jockey Club Gentleman's Cup in Memoriam Eddie Gubser. Race strebt an die Spitze, wie er das so gerne zu tun pflegt. Sehr dominant, wie Andreas Scherr, der Trainer, vorhin im Interview gesagt hat. Auch im Rennen zeigt sich das. Race in front. Dahinter folgt Sandford außen in zweiter Spur. Divine Beauty an dritter Stelle. Dann der Schimmel Mias außen. Der andere Schimmel, etwas dunklere Schimmel, Rebus innen. Dann New Dynasty und Shariar am Schluss des Feldes. In gutem Tempo, in Anbetracht der kräfteraubenden Geläufs. Ways in front mit Karin Zwalle. Dahinter Hayley Turner mit Sandford. Dann folgt Remy Campos, der hier schon sich rühren muss, dass Divine Beauty an der Seite von Sandford bleibt. Dann Mias mit Clément Lheureux. Nicolas Gilbert im Sattel von Rebus. Außen begleitet von Shariar mit Tore Hammer Hansen. Und am Schluss New Dynasty, der ein Jahr lang nicht gelaufen ist. Und Carina Schneider hier im Sattel hat und etwas abreißen lassen muss. Vorne unverändert Waze, der galoppiert hier wie aus einem Guss, aber Hayley Turner lässt Karin Zwalen nicht entwischen. Mit Sandford an zweiter Position, unverändert unter Druck ist Divine Beauty, die diesen Druck aber gut aushält und an dritter Stelle bleibt. Mias versucht jetzt anzugreifen und vorne versucht sich Waze zu verabschieden, wie er dies so oft tut. Und Waze, zwei Längen, drei Längen, vier Längen Vorsprung für Waze und Mias ist der Gegner. Mias ist außen und der kommt hier richtig schnell auf. Waze ist vorne, aber Mias wird schnell. Mias oder Waze? Mias geht vorbei. Mias, der Stallgefährte, schlägt hier Waze. Mias mit Clément Lheureux schlägt Waze und fügt ihm die erste Niederlage bei. Aber es ist der Stallgefährte an dritter Position. Dann Divine Beauty, dann folgt Sandford, Rebus, Shariar und auch New Dynasty nach der langen Pause beendet das Rennen nicht allzu weit von seinen Gegnern. Mias schlägt Waze. Doppelsieg für Besitzergemeinschaft von Aldo Falk und Marco Gattoni. Doppelsieg für Trainer Andreas Scherrer. Wenn die Siegesserie von Waze irgendwann reißen musste, dann doch am besten geschlagen von Mias, seinem Stallgefährten. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im 7. Rennen Jockey Club Gentleman's Cup in Memoriam Eddie Gubser. Es gewinnt die Nummer 5 Mias mit Clément Lheureux, zweiter Tagessieg für ihn. Auf dem zweiten Platz die Nummer 1 Waze mit Karin Zwalen und dritte die Nummer 6 Divine Beauty mit Remy Campos. Auf den weiteren Plätzen vierte die 3 Sandford, fünfte die 4 Rebus, sechste die 2 Shariar und siebte die 7 New Dynasty.